Vermutlich seine erste Tat. Und auch die hatte er lange geplant. Prinz war da erst 16, doch bei der Tat wird er gestört. Was machen Sie mit dem Kind? Es ist ein pädophiler Sadist. Es ist mehr als ein pädophiler. In Stadelheim lernt Prinz andere Gefangene kennen. Zu zweien wird der Kontakt vertrauter. Einer von ihnen ist der Vater des 9-jährigen Peter. Martin Prinz erfährt viel über die Familie, über die Kinder. Der Gefängnisleitung bleibt der Kontakt nicht verborgen. Doch sie kann und darf Beziehungen unter Häftlingen auch nicht verbieten. Letztlich hieße das Isolationshaft. Und das ist etwas, was wir nicht tun können, was wir nicht tun dürfen und was wir auch nicht tun wollen. Das ist Folter. In den Therapiestunden trifft Prinz auch immer wieder Peters Vater. Der sitzt wegen Vergewaltigung. Die Männer sind inzwischen gute Freunde geworden. Mit einem anderen Gefangenen hat Prinz intime Beziehungen. Die Anstaltspsychologen wissen davon. Hoffen, dass Prinz so seine Gewaltfantasien gegenüber Kindern in den Griff bekommt. Er hat das mir bei der Begutachtung gesagt, dass er wisse, wenn er noch einmal in die Situation komme, mit einem Knaben so eng zu sein, dass es dann die Gefahr des gewalttätigen Übergriffs ihm bewusst war und letztendlich auch bewusst gewesen ist, dass das tödlich enden kann. Eine vorzeitige Entlassung von Martin Prinz ist für die Behörden ausgeschlossen. Zu viele Warnhinweise sprechen dagegen. Doch seine Freilassung ist nur noch eine Frage der Zeit. Er hat die Therapie mitgemacht, er hat eine Ausbildung gemacht. Der Gefangene hat ja die Strafe bis zum Ende abgesessen. Also er ist nicht vorzeitig entlassen worden, sondern hat seine Strafe vollständig verbüßt. Wir mussten also uns darum kümmern, wo kommt er nach der Haft hin. Im Frühjahr 2004 kommt Martin Prinz frei, obwohl Anstaltsleitung, Therapeuten und Gutachter große Bedenken haben. Die beiden Gefangenen, mit denen sich Prinz angefreundet hatte, sind bereits aus der Haft entlassen. Salopp formuliert, im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Und natürlich, wenn man das vorher wüsste, dass das passiert wäre, wäre der natürlich, wir hätten ihn trotzdem entlassen müssen. April 2004. Prinz ist ein freier Mann. Für eine Unterkunft und einen Therapieplatz sorgt die Haftanstalt. Um Martin Prinz zu kontrollieren, haben die Behörden nur eine Möglichkeit. Die Bewährungshilfe, mit der Auflage für den Entlassenen, sich wöchentlich dort zu melden. Aber man muss natürlich dazu sagen, ein solcher Bewährungshelfer kann nicht Tag und Nacht um einen Täter herum sein. Das geht nicht. Das weiß auch Martin Prinz. Verstößt er gegen diese sogenannte Führungsaufsicht, hat er keinerlei Konsequenzen zu befürchten. Nach seiner Haftentlassung war Prinz zunächst untergebracht hier in einer gemeinnützigen Einrichtung, einer Unterkunft in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofes. Bald schon taucht Martin Prinz in die Anonymität der Großstadt ab. Die Behörden sind machtlos. Keiner weiß, was Prinz vorhat. Er hatte seine Strafe abgesessen, ob jetzt mit therapiewillig oder ohne therapiewillig. Wie man gesehen hat, hat die Therapie nichts gebracht. Denn nach seiner Entlassung ist er sofort auf die Suche nach einem Opfer gegangen. Nach außen verhält er sich unauffällig und still. Sein Entschluss zur Tat reift dennoch immer weiter. Zumindest diese Entwicklung, von der er wusste, wo sie hinführt, die hat er an sich selber schon längere Zeit vor der Tat beobachtet und geduldet. Prinz gerät außer Kontrolle. Trotz monatelanger Vorbereitung auf das Leben in Freiheit, trotz Berufsausbildung in der Haft.
Schließlich hält er sich auch nicht mehr an die Auflage, weiterhin an einer Therapie teilzunehmen. Er kannte den Therapeuten sehr gut. Und dennoch, aus welchen Gründen auch immer, das kann ich nicht beurteilen, ist dann der Bruch zustande gekommen. Und er ist einfach nicht mehr hingegangen. Und das ist etwas, ist ein Alarmzeichen. In vielen Fällen fruchtet Therapie auch und jemand ist bereit mitzuwirken. Und dann verändert sich Verhalten und dann reduziert sich Gefährlichkeit. Wenn jemand aber nicht hingeht oder nur pro forma mitmacht, entsteht keine Sicherheit. Und es gab keine Möglichkeit, eine Therapie zu erzwingen, so nach dem Motto, entweder du machst Therapie oder du wirst weiter inhaftiert. Man kann ja Therapiewilligkeit auch vortäuschen. Ich kann mich nur hier auf diesen konkreten Fall beziehen. Und dieser konkrete Fall sagt aus, dass hier ein Sexualtäter, ein Triebtäter aus der Haft entlassen werden musste, der nach wie vor gefährlich war. Und man hat gewusst, dass er gefährlich ist. Nur wenige Monate nach seiner Entlassung beschafft sich Prinz Handschellen und eine Gaspistole für den Fall, dass ihm jemand in die Quere kommen sollte. Niemand merkt, dass er konkrete Vorkehrungen für seine nächste Tat trifft. Und das führt ihn nach München-Neuperlach. Schon kurze Zeit nach seiner Entlassung sucht Martin Prinz Kontakt zu dem Freund aus der Haftanstalt, zu Peters Vater. Die Eltern des 9-jährigen Peter ahnen offenbar nicht, in welcher Gefahr ihre 4 Kinder monatelang schweben. Prinz wird zu einem engen Vertrauten. Die Kinder geben ihm Kosenamen. Er geht bei der Familie von Peter ein und aus. Die Mutter weiß nur, dass Prinz auch im Gefängnis war. Ich habe mir gedacht, warum soll man so eine Chance geben? Ich habe mir nicht gedacht, dass der was mit Kindern gemacht hat. Die Mutter bleibt ahnungslos, schöpft keinerlei Verdacht. Prinz verhält sich völlig unverdächtig. Martin Prinz sagt selber, dass sein Opfertyp ein Junge sein musste und er musste schlank sein und etwa in dem Alter. Bei seiner Vernehmung gesteht Prinz, er habe sich den 9-jährigen Peter von Anfang an als Opfer ausgesucht. Der Vater des Kindes kennt die Straftaten von Prinz, verschweigt sie aber der Mutter. Ich habe den als netten, hilfsbereiten jungen Mann kennengelernt. Prinz bietet sich an, die Kinder zu beaufsichtigen, wenn die Mutter Besorgungen machen muss. Mehrmals ist er sogar mit Peter allein. Die erste Information darüber, dass Prinz Kontakt mit Kindern hat, kam über das Haus, in dem er zunächst untergebracht worden war. Jetzt erkennen die Münchner Behörden die mögliche Gefahr. Angesichts der Vorstrafen und der negativen Prognose scheint alles dafür zu sprechen, dass Prinz Interesse an Peter hat. Er hat in seiner Vernehmung klipp und klar zugegeben, dass er auf der Suche nach einem Opfer war. Im Sommer 2004 ist Prinz allein mit Peter unterwegs. Er passt wieder einmal auf den 9-Jährigen auf, nimmt ihn mit in seine Unterkunft in der Münchner Innenstadt. Hier wird der Junge in Begleitung von Prinz gesehen. Der Leiter des Wohnheims meldet es der Bewährungshelferin. Die ist ohnehin über die Entwicklung beunruhigt und schreibt Peters Mutter einen Brief. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, steht Herr Martin Prinz unter Führungsaufsicht. Ihm wurde die Weisung erteilt, keine Beschäftigungen, Beherbergungen oder Aufsichten von Minderjährigen zu übernehmen. Ich kann Ihnen nur dringend anraten, ihm Ihre Kinder zukünftig nicht mehr zur Beaufsichtigung zu übergeben. Ich habe mir heute halt durchgelesen, sage ich, halte mich doch daran, dass ich nicht allein lasse mit meinen Kindern. Er hat auch meine Kinder nicht dabei, ich halte mich dran. Wie gesagt, wenn sie es ein bisschen besser eingeschrieben hätten,
Man darf nicht unterstellen, dass dieser Vater bewusst in Kauf genommen hat, dass seinem Kind etwas passiert. Das wäre ja lächerlich. Aber ganz offensichtlich hat er durch die